Hallo und willkommen zu einer wunderschönen Runde CreateLive 2. Heute bauen wir dieselbe oder eine ähnliche Mobfarm wie in Craft Attack 8 und ich würde sagen, wir legen los mit... Zumindest haben wir damit schon mal angefangen. Die wird natürlich nicht so krass wie die bei Craft Attack, sondern die werde ich halt ein bisschen basic gestalten, weil hier möchte ich eher andere Sachen bauen als nur diese Mobfarm. Die hat ja echt super lange gedauert. Deswegen haben wir hier schon mal den Rahmen gemacht. Und ich werde gleich versuchen, ob wir das Ganze hier einfach obendrauf wieder schießen können. Also mit der Schematik kennen. Allerdings muss ich jetzt einmal ein paar Eier setzen. Aua, das hat weh. Ich hoffe, ich kann Eier setzen damit. Bin ich gespannt. Okay, Spiegel steht noch. So, der Viererspiegel ist am Start. Und jetzt setze ich hier ein Ei hin. Haben wir jetzt 4 Eier stehen? Oh, Ei. Ei. Andere Seite hoffentlich auch. Ei. Top. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und die Sachen kopieren, ne? Ist doch nur ein Scan mit der Schematik kennen. So, wir scannen. Die erste Position ein, entfernen dann den Block. Dann scannen wir die andere Seite ein. Und wir speichern, glaube ich. Warte, jetzt mache ich den erst wieder weg. Mobfarm. Krass. Okay, das ist gut, oder? Aua! So, warte, Kanone hier hin. Ich weiß nicht, ob die hier reicht. Also wir probieren jetzt einfach viel aus. Oder wir machen die Kanone oben in der Mitte. Testen wir einfach mal. Oh nein, der Wand of Symmetry ist noch da. Gefährlich, gefährlich. So, und dann machen wir hier die Schematic Table hin. Packen hier die Empty Schematic rein und suchen uns Mobfarm. Krass. Oh, das sieht man schon. Die braucht echt lange zum Laden, oder? Einfach so super krass einfach. Pass auf. Schematic fertig. Warte, ich gehe mal ins Bett. Ach man, okay. Was habe ich natürlich vergessen bei der Canon? Natürlich, Gunpowder. Alle, warte mal, wir müssen doch sagen, wo das hin soll. Genius einfach. Okay, warte, wir müssen einmal hoch. Genau, soll ich im Chat sagen, wichtige Durchsage, nichts bauen, bis ich mit der Kanone fertig bin? Oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie da einigermaßen drauf. Ja, okay, warte, wir müssen die ausrichten. Ach genau, Steuerung dafür. Komm mal ran, du. Eins noch, zack. Oh, Hammer. So, müssen wir nur gucken, ob der Rest passt. Ja, fast. Okay, warte. Okay, wir müssen alles nach links verschieben. Genau, einfach gecallt. Okay, ich glaube, die sitzt jetzt richtig. Boah, wie heftig das einfach ist. Wie schnell man die einfach bauen kann, prinzipiell dann. Ja, auch der Übergang da oben von den Trapdoors ist wirklich super gut gelungen. Oh, und ich sollte was essen, dann bin ich gleich tot. Ganz kurz mal ein bisschen Apfel rein. Genau, macht euch schon mal eine Klippe bereit, falls ihr das aber wieder abschmiert. Ich hoffe nicht. Out of gunpowder. Okay. Glas und so haben wir aber, oder? Könnte echt zu wenig. Obwohl, ne, da haben wir noch. Steine haben wir dann. Brauchen wir nur noch ein bisschen Gunpowder. Ich bin auf dem Weg, Gunpowder. Okay, ich warne mal eben alle. Achtung, Achtung. Schematik kennen beginnt mit
der Arbeit. So, genug gesagt, los geht's. Ah ja, da sind noch gar keine Items drin, ne? Da sind noch gar keine Items drin. Ich werde jetzt schon mal ein paar Sachen reinlegen, die man generell schon mal dafür braucht. So ein bisschen Glas. So ein bisschen Obsidian. Okay, die Sachen hätte ich vielleicht näher dran bauen sollen. Aber egal, passt schon. Fackeln sind ja drin. Okay, sieht ganz gut aus. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich mache mal ganz kurz die andere Kamera am Start. Aber ist uns zum Glück nur rechtzeitig aufgefallen, ne? Es war einfach ein Block zu weit in die eine Richtung, ey, schade. Gut, ich glaube, das passt jetzt. Ich muss jetzt nur einmal die Schematik nach vorne schieben. Das hier geht auf jeden Fall klar. Na, wann ist die denn? Wahrscheinlich gerade, ne? Als ich irgendwo an der Seite war. So. Jetzt habe ich einen nach vorne gemacht. Okay, jetzt müsste die eigentlich funktionieren. Ach ja, es gibt ein geiles Gewinnspiel bei mir auf dem Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich einen 12-monatigen Ultimate Game Pass. Pass. Also einfach mal reinchecken und unten ist der Link in der Videobeschreibung. Der geht auch für PC, genau. Deswegen habe ich nur Game Pass gesagt und nicht Xbox Game Pass. Da, der setzt sogar die Platten richtig. Oh, der Wahnsinn. So, ich habe jetzt ein bisschen die Kanone weiterballern lassen. Die macht jetzt gerade wieder Pause. Was fehlt ihr denn? Also die braucht echt lange, muss man sagen. Also ihr fehlt gerade nichts. Ah, die hat einfach nur Mittagspause gemacht. Cool. Okay, währenddessen die Kanone geballert hat, habe ich hier weitergebaut. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einmal ein kleines Sortierungssystem gemacht. Die Items fallen in die Hopper. Die gehen in eine Chute. Die Chute geht auf ein Förderband auf beiden Seiten und lässt die Sachen quasi in einem Brass Funnel in einem Draw-Controller und wir sammeln dann quasi Iron, bzw. Gold und Zombie-Fleisch. Mehr nicht. Der Rest fährt gegen den Kaktus. Und wir müssen natürlich noch Watcher einbauen. Die werden wir dann im nächsten Stream machen. Also wer da Lust hat, Sonntag 19 Uhr einschalten. Aua! Komme ich denn da jetzt raus? Habe ich schon so sicher gebaut, dass ich da gar nicht mehr hinkomme. Ach stimmt, ich kann ja einfach hier rein. So, wir zünden jetzt schon mal ein Portal, damit wir nächste Mal ein paar Pigments haben, Piglins. Zombifizierte Piglins. So, und jetzt wird auch vielen wahrscheinlich klar, warum das Ganze hier aus Obsidian besteht. Ich bin ja mal am Zählen, deswegen bin ich so ruhig. So, 21 Portale aktiv. Und unsere ersten beiden Zombie-Piglins sind am Start. Die wollen quasi das Ei da zertrampeln. Oh, die geht aber schon gut, ne? Da ist nur ein Portal gerade dran. Dabei muss ich dann noch die Watcher da hinten hinmachen. Okay, dann machen wir dann später. Scharf ist sie noch nicht. Aber viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss!